Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wir haben Behandlungszeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gegen die Varroa zu behandeln. Man muss auf jeden Fall behandeln, man hat keine Wahl, ob man jetzt will oder nicht. Weil ansonsten leiden die Völker und gehen letztendlich zugrunde. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt. Es gibt auch die rein biomechanischen mit TBE, TUB, etc. Und da gibt es natürlich auch die medikamentöse Behandlung und es gibt auch die rein säurebasierte Behandlung. Was auch noch möglich ist, das sind Thymolstreifen. Es spielt keine Rolle von welcher Firma. Ich kriege da immer wieder Fragen, ja, welche würdest du, des oder jenes? Thymol, einfach Thymol. Was ich aber nicht machen würde, ich würde Thymol nicht für meine Wirtschaftsvölker oder Ableger verwenden. Für Kleineinheiten ja, na gut, Ableger könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, habe es aber noch nie gemacht, weil Ableger sind bei mir eh im ganz normalen Standmaß und die werden auch ganz normal sonst behandelt, wie jeder andere, wie das andere Volk auch entsprechend. Aber die Kleinsteinheiten, wie jetzt zum Beispiel Mini Plus, Abidea, ich arbeite mit Abideas in meiner Königinzucht. Die sind ganz, ganz schlecht mit Säuren etc. zu behandeln. Da verwende ich gern Thymolstreifen. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ah, Thymol, da riecht alles nach Thymol und es löst sich im Wachs und so. Also ich finde jetzt nichts Schlimmes an diesem Geruch von Thymol. Ich kann es leiden, ich mag es. Nicht so, dass ich drauf stehe, aber es stört mich nicht. Sagen wir es mal so. Und die Wirksamkeit ist für mich persönlich geringer als alle anderen Behandlungsmöglichkeiten. Aber ein kleines Abidea oder ein Mini Plus, wie willst du das sonst behandeln? Gut, okay, man könnte es bei Varole Mini Plus reinhängen, aber sowas kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Thymol ist noch akzeptabel, rein von der Biogeschichte her ist Thymol noch akzeptabel. Andere Medikamente auf gar keinen Fall kommen nicht in Frage. In so einem Päckchen sind immer zwei Streifen drin. Ich mache da mal auf. Ich nehme aber immer nur kleine Stücke. Ich meine, was die Völkerbehandlung angeht, schreibt die Firma sogar hier drauf, dass man auf gar keinen Fall Völker, die über eine Zarge rausgehen, das heißt, wenn man zweizagige Völkerführung hat, die über eine Zarge rausgeht, gehen behandeln sollte mit Thymolstreifen, weil die Wirkung nachlässt aufgrund des großen Raumes. In einen Einzager ist ein solcher Streifen einzulegen für 7 Tage und dann nochmal weitere 3 Mal hintereinander 7 Tage, also insgesamt 4 Wochen lang Thymolbehandlung. So ist es an sich korrekt anzuwenden. Ich verwende immer nur ein Stück von den Streifen, weil die Streifen sind auch stückweise einsetzbar und das zeige ich euch da gerade mal, wie ich das mache. Na, sehen wir es wohl, mal sehen es. Wie gesagt, spielt überhaupt keine Rolle, welche Streifen, welche Firma. Für ein Abidea, das kann man jetzt, man kann das jetzt mit der Schere schneiden oder man kann das, das ist wie so eine Art Schwämmchen, man kann es auch so brechen. Für ein Abidea nehme ich zum Beispiel jeweils 2 solche Stücke und lege sie rein. Und da gehe ich jetzt mit euch an die Abideas und dann bestücken wir die mal. So. Ja, es war schon wieder Abend und die Völker hätten, oder die Bienen hätten gerne um diese Tageszeit ihre Ruhe, aber ein bisschen Störung muss halt manchmal sein. Geht nicht ganz ohne. So. Jetzt haben wir hier ein Stück und diagonal dazu. Hier ein Stück. Reicht schon. Die suchen jetzt einen Störenfried, aber wie gesagt, die wollen gerne ihre Ruhe. Machen wir schon gleich den nächsten Delinquenten.
habe ich ein schmaleres Stück, das lege ich einfach so drauf. Und ein Stück hier. Schon erledigt. So, ich glaube, das reicht ja auch schon aus, was ihr jetzt so gesehen habt, wie ich das mache. Und auch die Dosierung. Denkt immer ein bisschen an eure Bienen, auch wenn es noch so eine kleine Einheit ist. Die Varroa lauert überall, auch in kleinen Einheiten. Helft denen. Ich denke, das Video kann jetzt zu Ende sein. Es wird auch zu Ende sein. Ihr dürft ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft den Kanal abonnieren. Ihr dürft Mitglied werden bei mir, um mich zu unterstützen. Oh, ist das eine Bettlerei heute wieder? Nee, war nicht so gemeint. Aber das Video sollte jetzt mal zu Ende sein. Vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.